Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Liebe Gemeinde, mit dem Hochspruch aus Epheser 2 darf ich Sie am heutigen 7. Sonntag nach Trinitatis herzlich grüßen. Diesen Hochspruch könnte man in zwei Worten zusammenziehen, nämlich herzlich willkommen. Herzlich willkommen, die ganze Gemeinde, die trotz dunkler Regenwolken heute Morgen hier ist. Herzlich willkommen all diejenigen, die über Livestream heute mit uns verbunden sind, in ganz Beutelsbach und darüber hinaus. Alle, die da nicht draufkommen wollen, die müssen dann etwas links von der Rutsche sitzen. Und die anderen stehen jetzt in Gefahr, das muss ich mal sehen. Ich sage das gleich. Herzlich willkommen auf jeden Fall die Konfirmandinnen und Konfirmanden der beiden Bezirke Ost und West. Sie werden heute namentlich der Gemeinde vorgestellt und bekommen ihre Konfirmandenbibel überreicht. Schön, dass ihr heute Morgen richtig stehend vor uns da seid. Ich hoffe, ihr haltet das durch, sonst müsst ihr halt nahe sitzen. Herzlich willkommen auch alle dazugehörigen Familien. Herzlich willkommen im Namen von Pfarrer Rölle und mir, aber vor allem herzlich willkommen im Namen unseres Herrn, der uns heute einlädt, ihm zu begegnen. Er ist jetzt da, auch hier draußen auf der Bachwiese. Und wir wollen ihn zuerst loben mit dem Lied Morgenlicht leuchtet. Rein wie am Anfang. Es steht auf dem Liedblatt oder im Gesangbuch bei der Nummer 455. Gott, er hält mich in seinen Händen. Und dann bitte ich, da wo eins steht, alle, die unter 30 Jahre alt sind, da laut mitzubeten und bei zwei alle anderen. Ich werde
die Gruppe 1 ein bisschen unterstützen. Wir beginnen gemeinsam. Geborgen ist mein Leben in Gott, er hält mich in seinen Händen. Manchmal habe ich große Angst, ich bin ganz allein. Wer ist da, der mich tröstet? Manchmal bin ich sehr traurig, oft weiß ich nicht einmal warum. Wer ist da, der mich in seinen Arm nimmt? Geborgen ist mein Leben in Gott, er hält mich in seinen Händen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass niemand mich leiden mag. Oft mag ich mich selbst nicht. Wer ist da, der mich verstehen kann? Manchmal bin ich feig. Ich schweige, wenn ich reden sollte. Ich rede, auch wenn ich schweigen sollte. Mir fehlt der Mut, das Rechte zu tun. Wer ist da, der mir hilft? Geborgen ist mein Leben in Gott. Er hält mich in seinen Händen. Manchmal habe ich Angst vor dem Sterben. Ich weiß nicht, wie das ist. Wer ist da, der mich in meiner Angst begleitet? Gott ist für mich da. Er hat mich lieb. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir beten weiter. Herr, unser Gott, wir danken dir, dass du da bist. Dass du da bist, nicht nur heute hier im Gottesdienst, sondern auch da, wo wir sind, die Woche über. Sei es in der Schule, am Arbeitsplatz, zu Hause oder bei Freundinnen und Freunden oder auch wenn wir ganz alleine sind. Du bist da. Du bist da, uns den Rücken zu stärken. Wir können dir vertrauen. Aber du bist auch da, um dass wir Vertrauen lernen auf dich, dass wir immer wieder uns neu an dich halten und an dir festhalten. Hilf uns auf diesem Weg bei allen Niederlagen, bei allen Siegen. Danke, dass du da bist. Was uns noch so bewegt, das bringen wir in der Stille vor dich. Danke, Herr, dass du unser Gebet gehört hast. Amen. Der für den heutigen Sonntag vorgeschriebene Predigttext steht im 13. Kapitel des Hebräerbriefes. Einen Vers daraus möchte ich uns vorlesen, Hebräer 13, Vers 2. Gastfrei zu sein, vergesst nicht, denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Gastfrei zu sein, vergesst nicht. Liebe Gemeinde, sind Sie gastfrei, gastfreundlich? Ich habe das in meiner Jugend und zur Studentenzeit sehr beeindruckend erlebt, wie es da in unserer Kirchengemeinde Familien gab, die hatten wirklich ein offenes Haus und ein offenes Herz. Die waren wirklich gastfrei, da konnte man Tag und Nacht kommen, sich aussprechen, fand eine Heimat, Geborgenheit, ganz viel Gastfreundlichkeit. Und ich es vor, doch dann kommt die Wirklichkeit und ich gebe das ganz offen zu, wenn so ein Tag hinter einem liegt mit vielen Begegnungen, Gesprächen, Herausforderungen, dann ist man abends einfach mal froh, wenn man die Tür zumachen kann und sich in seinem Fernsehsessel niederlassen darf und ausatmen darf, dösen darf, so ein bisschen einen Film angucken, was lesen, was hören, einfach
zumachen, für sich sein. Und ich glaube, die Seele und der Körper, die brauchen das auch, dass wir wieder zur Kraft kommen, dass wir wieder Energie finden. Und ich gebe es offen zu, wenn dann spät abends noch einer an der Tür läutet, so spät, unangesagt, da bin ich nicht besonders amused und begeistert, wenn man sich da nochmal erheben muss aus dem Sessel, freundlich sein muss, sich dem anderen zuwenden muss. Da muss man erst wieder so an Fahrt und Temperatur gewinnen. Ich kann mir vorstellen, so ähnlich gestimmt war der biblische Abraham auch vor 3.500 Jahren, als da drei Männer zu Besuch gekommen sind. Abraham und Sarah, das war ein älteres, kinderloses Ehepaar, die noch im hohen Alter von 70 und 90, sie 70, er 90, die aufgebrochen sind und einen Wohnungswechsel vollzogen haben. Nein, nicht bloß in eine kleinere Wohnung, sie sind ins Zelt gezogen und waren jetzt Wanderhirten, sind aus ihrer Heimat weg und haben im Süden von Palästina Schafe gehütet und mussten immer der Nahrung hinterher wandern und Zelte immer wieder auf und ab. Und das war ungeheuer anstrengend und ich kann mir vorstellen, dass da so ein alter Mann auch mal müde ist und dösen möchte und seine Ruhe möchte und für sich sein möchte. Genau in dieser Stimmung war er mittags so um 12 rum. Dann, wenn der ganze Orient Siesta macht und sich ausruht im Schatten des Zeltes, da sitzt er und döst, wie ich in meinem Sessel, und hat so halb seine Augen offen. Und da sieht er plötzlich drei Männer kommen, direkt auf ihn zukommen. Drei Männer, die ihn offensichtlich besuchen wollen, die sozusagen an seiner Tür schellen. Der ist nicht besonders amused. Aber es gehört in den Orient, dass man gastfreundlich ist. Ich war selber mal im Sinai und dort bei Nomaden, die haben uns aufgeklärt, Gastfreundschaft, das ist nicht so was, was man vielleicht tut, sondern Gastfreundschaft ist Pflicht dort im Nomadenleben. Und wenn da einer kommt und kriegt kein Wasser oder nichts zu essen, dann könnte er sterben. Deswegen ist Gastfreundschaft überlebensnotwendig. Und die ersten drei Tage darf man den Besucher auch gar nicht fragen, wie er heißt, woher er kommt und was er will. Nur Gastfreundschaft um seines Seins willen, finde ich beeindruckend. Und deswegen stürzt die Sarah in die Küche, bereitet etwas vor. Ich finde das ja toll, es gibt wirklich Menschen, da ist der Kühlschrank nicht übervoll, da sind die Vorräte nicht übervoll und trotzdem zaubern die was auf den Tisch. Ich kenne so Menschen, sagen sie manchmal, danke, das ist ganz toll. Weil das Essen gehört zum Besuch dazu, das Essen gehört zur Gastfreundschaft dazu. Wenn wir gemeinsam essen, dann erinnern wir uns daran, dass wir nicht aus uns selber herausleben, sondern dass wir Beschenkte sind, dass wir von den guten Gaben Gottes leben. Und da wird man dankbar und sieht den anderen dann auch nicht so als Nahrungskonkurrenten an, sondern als Geschenk Gottes. Und man wird ja auch beschenkt, wenn man gastfreundlich ist. Da kommt ein anderer Mensch und bringt sich selber mit seinem Leben, mit seinen Augen und auch manchmal mit einer Botschaft, die lebensverändernd sein kann, so wie in dieser Geschichte. Eine Botschaft, die das ganze Sein des Besuchten, der sich geöffnet hat, ändert. Denn diese drei Männer teilen Abraham und Sarah mit, ihr werdet ein Kind bekommen, einen Sohn. Wie Abraham reagiert hat, dieser alte Mann, wissen wir nicht so ganz genau. Aber die Sarah, die hinter der Zeltwand stand, die hat gekichert und gelacht. Ich glaube nicht, dass das Zeichen eines Unglaubens war, aber sie konnte sich das nicht vorstellen. Wie soll so eine alte Frau noch schwanger werden? Da bedarf es doch eines Wunders Gottes. Sie begegnet einer großen Botschaft. Manchmal ist es ja so, wenn die Konfirmandinnen zum ersten Mal beim Abendmahl sind, so mitten in der Pubertät, da gibt es auch manchmal so einen Kicherkrampf. Ich glaube nicht, dass das aus Unglaube heraus geschieht, sondern weil man da etwas Heiligem begegnet. Und da ist man irritiert und gespannt und durcheinander. Sie kichert. Dann verabschieden sich die drei. Und nach 9 Monaten ist tatsächlich soweit, es kommt einer auf die Welt, ein Sohn, und dem geben sie den Namen Isaak. Und es heißt auf Deutsch, sie hat gelacht. Und heißt aber auch das Lächeln Gottes. Und da merken sie im Rückblick, diese drei Menschen, die da kamen, das waren nicht nur Besucher.
Das waren Boten von Gott, Boten Gottes, und die nennt man Engel. Gastfrei zu sein, vergesst nicht, denn unabsichtlich haben manche Engel beherbergt. So heißt es im Hebräerbrief und erinnert an diese Geschichte. Gastfreundlichkeit. Im Griechischen heißt das Xenophilia. Xenos ist der Fremde und Philia ist die Freundschaft. Fremdenliebe. Das ist eigentlich gegen unsere Natur. Schon von der Steinzeit sind wir so geprägt, dass wir dem Fremden erstmal misstrauisch begegnen, ob der vielleicht ein Nahrungskonkurrent ist und uns Böses will. Auch die Pharisäer zur Zeit Jesu waren dem Fremden gegenüber sehr, sehr misstrauisch. Die haben nur eine exklusive Gastfreundschaft gepflegt, sind nur mit ihresgleichen zusammengekommen, die, die einen bestätigen und genauso denken wie man selber. Jesus hat eine inklusive Gastfreundlichkeit gelebt. Er hat sich einladen lassen von den Sündern, Zöllnern, Huren. Er ist zu denen gekommen, die die Pharisäer ablehnen, wo die Grenzen gemacht haben. Er bildet mit seinem Weg ab die Gastfreundlichkeit Gottes. Der Gott, der in Jesus Christus seine Tür weit aufmacht, seine Tür und sein Herz und uns Gastfreundschaft bei ihm schenkt und sagt, herzlich willkommen. Deswegen dürfen auch wir einander Gastfreundschaft zuwenden. Es ist für uns als Kirchengemeinde in den letzten Jahren immer wichtiger geworden zu fragen, wie können wir Gemeinde aufbauen, wie können wir Menschen sammeln. Je älter ich werde, umso deutlicher wird mir, das liegt nicht an Methoden, das liegt nicht an den Programmen, es liegt an einer Haltung. Ob wir sehr exklusiv denken und sagen, mir hin recht und keiner kann mir was, wir sind uns selbst genug. Oder ob wir diese inklusive Haltung haben, dass wir dem und der begegnen und unser Herz öffnen, die so ganz anders sind wie wir. Und dabei die Erwartung haben, dass das nicht bloß ein Mensch, Bruder und Schwester ist, sondern ein Engel. Eine gespannte Erwartung an den anderen haben. In dieser Haltung, da liegt Gemeindeaufbau verborgen. An dieser Haltung liegt es. Und deswegen hat sich unser Kirchengemeinderat schon vor Jahren überlegt, wie könnten wir die Konfirmandeneltern auch etwas gastfreundlich begegnen. Und dann haben wir beschlossen, einen Sektempfang zu organisieren nach diesem Vorstellungsgottesdienst, um miteinander ins Gespräch zu kommen, um miteinander gastfreundlich zu sein und die Tür zu öffnen. Das dürfen wir heute aus gewissen Gründen nicht, Sie wissen warum. Aber wir wollten Ihnen trotzdem ein Zeichen mitgeben. Die Konfirmandenfamilien kriegen nachher beim Nausgehen ein Piccolo-Fläschle mit und was anderes Süßes zum Trinken. Und dann können Sie zu Hause anstoßen und sich daran erinnern lassen, was die Botschaft dieses und aller Gottesdienste ist. Die Botschaft der Kirche Jesu Christi. Herzlich willkommen. Amen. Kommt, atmet auf, ihr sollt leben. Wir singen das nächste Lied auf dem Liedblatt. Es ist die Nummer 639 im Gesangbuch. Kommt, atmet auf, ihr sollt leben.
Nun werden gleich die Bibeln überreicht an euch Konfirmandinnen und Konfirmanden. Die Bibeln, die brauchen wir dieses Jahr im Konfirmandenunterricht. Und vielleicht schaut ihr auch selber mal rein. Ich würde aber gern vorher noch ein paar Gedanken dazu sagen. Und da lade ich Sie ein, alle mitzumachen. Sie müssen auch nicht aufstehen, können, wenn Sie einen Sitz haben, gemütlich sitzen bleiben. Aber ich mache so eine kleine Umfrage und Sie heben einfach die Hand, wenn Sie meinen, das ist richtig, die Aussage. Ich mache 4 Aussagen und Sie heben die Hand. Und ich bitte, dass Sie da alle mitmachen. Wenn Sie die Hand nicht heben, dann sind Sie der Meinung, dass es nicht stimmt. Also können Sie natürlich auch sagen, das ist in Ordnung. Aber das müssen Sie sich halt überlegen. Sie haben nur die Möglichkeit, entweder Hand hoch oder nicht. Ja, also relativ einfach. Die Bibel ist ein altes Buch. Richtig oder falsch? Sind Sie der Meinung richtig? Hand nach oben. Jawohl, also genau. Zweite Aussage. Die Bibel ist ein veraltetes Buch. Da meldet sich jetzt niemand, ja. Vielleicht trauen Sie sich auch nicht, aber ist in Ordnung. Die Bibel ist ein Bestseller weltweit. Ja, ist übrigens in über 2000 Sprachen übersetzt, also das Buch, das am meisten Verbreitung hat auf der Welt, ist also auch ein Bestseller. Viele werden auch verschenkt, aber viele werden gekauft. Und dann, die Bibel enthält Lebensworte. Ja, das ist ja so eine Sache. Man kann da verschiedener Meinung sein. Das hängt vielleicht auch davon ab, welche Erfahrungen man selbst schon gemacht hat. Die Frage ist, wie lese ich die Bibel? Man kann die Bibel zum Beispiel lesen wie einen Roman. Ist ja auch relativ dick. Kann man mal anfangen und dann irgendwie so weiterlesen. Und mit der Zeit stellt man fest, ja, da sind auch manche spannende Geschichten drin. Bis hin zu Kriminalfällen gibt es da eigentlich so fast alles. Aber manche Passagen sind auch irgendwie ein bisschen langweilig. Manches versteht man vielleicht auch nicht beim Lesen, manches ist rätselhaft. Die Bibel ist über einen sehr langen Zeitraum entstanden und viele Menschen haben mitgemacht, die bewegt von Gott und von seinem Geist Dinge aufgeschrieben haben. Man kann die Bibel als Roman lesen, aber ist vielleicht nicht die beste Art, die Bibel zu lesen. Man kann die Bibel auch anders lesen, nämlich als Gottes Nachricht an mich selber. Dann frage ich mich, wenn ich lese, was möchte Gott mir denn da sagen, was ich mit diesen Texten. Ich darf ihn darum bitten und ihm sagen, hilf mir doch, dass ich verstehe, was ich da lese. Und dann mache ich vielleicht, und viele von uns haben das schon erlebt, die Erfahrung, ja, diese alten Worte, die werden lebendig, die haben etwas mit meinem Leben zu tun. Gott macht sie lebendig, diese alten Worte. Also die Geschichte von Abraham, die wir jetzt vorhin kurz erzählt bekommen haben. Der Herr Köpfer hat gesagt, vor 3.500 Jahren etwa hat er gelebt und vielleicht wurde das vor 2.500 aufgeschrieben. Viele Monate und Jahre wurden das auch einfach weitererzählt, aber in einer Weise, die man sich behalten konnte. Die Bibel, ein Buch und Gott will sie benutzen, er will sie lebendig machen. Und wie gesagt, das ist meine Erfahrung, dass das immer wieder geschieht. Und ich hoffe auch, dass ihr als Konfirmandinnen und Konfirmanden in diesem Jahr mit diesem alten Buch, das nicht veraltet ist, diese Erfahrung macht. Ja, es kann mit eurem Leben zu tun haben, Gott möchte es lebendig machen. Und es hoffe ich, dass wir das in der Zeit des Konfirmandenunterrichts miteinander auch ein bisschen mal probieren können und ihr vielleicht auch selber, wenn ihr Lust habt, zu Hause die Bibel zu benutzen. Sie ist ein Lebensbuch. Deswegen bekommt ihr die nun auch überreicht. Wir machen das in einer gewissen alphabetischen Reihenfolge und der Bezirk Ost fängt an. Das muss ich mir nur noch erstmal meine Handschuhe anziehen, gell, dass wir es also ganz hygienisch einwandfrei machen. Jetzt habe ich meine Frau ist Hebamme, die hat mir welche gegeben, die sind jetzt allerdings blau. Da sieht man es gut. Genau, der Herr Köpf hat noch ein bisschen mehr Zeit, sich einzuzwängen in den Handschuh. So, jetzt haben wir es gleich. Wäre ich im Gesundheitswesen, könnte ich das wahrscheinlich schneller machen, aber so, also, dann fangen wir mal an. Und zwar mit den Mädchen. Luisa Anders. Bitte schön. Jetzt muss ich auch, um es ganz, ganz richtig zu machen, noch mein Schild aufsetzen. Entschuldigung. So. Dann haben wir die Annalena Böbel. Bitte schön. Die Tara Gabrisch. Genau. Manche haben ein bisschen weiteren Weg. Ihr könnt ja schon mal ausrechnen, wann ihr vielleicht drankommt dann. Bitte schön. Dann haben wir die Emilia Kempf.
Manche haben auch schöne zweite Namen. Ich lasse jetzt einfach mal das weg und mache nur den ersten. Bitte schön. Und die Claire Kind. Bitte schön. Johanna Martin. Bitte schön. Chiara Mittmann. Bitte schön. Lea Marie Siegle. Bitte schön. Tabea Feinger. Bitte schön. Und die Antonia Ziegler. Bitte schön. Jetzt kommen die Jungs dran. Leon Beute. Bitte schön. Magnus Hoffmann. Schön. Clemens Schiefer. Bitte schön. Moritz Schmeitzel. Bitte schön. Jan Ole Stallmann. Schön. David Vorsteher. Bitte schön. Und der Lukas Weidner. Bitte schön. Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit. Wir haben ja schon angefangen, hatten schon dreimal Konfis und nach den Sommerferien starten wir dann richtig durch. Sehr schön. Und im Bezirk West sind es folgende Konformanten. Gut. Sie hören mich nicht, gell? Hallo? Da rumst's. Eins, vier, fünf, jetzt kommt's wunderbar. Also, so ist manchmal im Leben, man hat zunächst Kontaktschwierigkeiten und nachher klappt's prima. Also, mit den Konfirmanden ist es auf jeden Fall schon jetzt eine ganz tolle Sache. Ich freue mich auf Kim Bitter. Marlene Riele. Judith Scheid. Enia Weber. Henry Leier.
Janis Propp. Luis Propp. Lukas Schmidt. Du hast der weiteste Weg. Und Jörg Tristram Blume. Nun wünschen wir euch mit diesem heiligen Wort auch viele großartige Erfahrungen. Und eines lernt man aus der Bibel, dass man nämlich alles und jedes vor Gott bringen kann im Gebet. Und nun wollen Pfarrer Rölle und ich miteinander Fürbitte halten. Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Tag und wir bitten dich, dass du die Konfirmandinnen und Konfirmanden behütest und segnest auf dem gemeinsamen Weg, dass du sie erfahren lässt, dass du lebst und dass du uns begleitest und dass wir mit allem zu dir kommen dürfen und dass wir dir wichtig sind. Das bitten wir dich auch um deinen Segen für die Eltern mit der Begleitung ihrer Kinder und alle, die zur Familie gehören. Hilf uns auch als Gemeinde, ja, freundlich und eine Willkommenskultur zu pflegen, freundlich zu sein, gastfrei zu sein, nicht nur den Konfirmandinnen und Konfirmanden gegenüber, sondern auch allen anderen Menschen. Wir bitten dich, hilf denen, die mit Fremden zu tun haben, die mit Menschen, die auf der Flucht sind, zu tun haben, die denen beistehen, die Arbeit suchen, die krank sind. Gib du ihnen Kraft und Geduld und hilf ihnen, in diesem Geist der Liebe und in diesem Geist der Gastfreundschaft Menschen zu begleiten. Ja, Herr, darum bitten wir, dass du uns diese Haltung schenken mögest, dass wir mit Spannung den Menschen begegnen, auch den Konfirmandinnen und Konfirmanden. Auch wenn wir vielleicht nicht in jedem den Engel sehen, aber dass wir doch den Menschen sehen, den Bruder, die Schwester. Lass uns so einander begegnen, heute, hier und alle Tage in der ganzen Welt. So kommen wir vor dich mit den Worten, die uns Jesus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen nun besonders für die Konfirmanden, aber für uns alle das nächste Lied. Mögen unsere Wege. Das ist im Das ist im neuen Liederheft die Nummer 71. Scheinen Regen sanft auf deine Felder fallen.
Ja, es ist noch Folgendes bekannt zu geben. Allen Mitwirkenden möchte ich ganz herzlich danken. Besonders möchten wir uns bei den Technikern heute bedanken, die dafür gesorgt haben, dass dieser Gottesdienst live nach Hause übertragen werden konnte. Matthias Romer, den sieht man gar nicht, weil er im Technikerraum ist. Und Micha Fabritz, ganz herzlichen Dank dafür. Auch allen anderen Mitwirkenden möchte ich danken, die hier treu mithelfen. Nachher auch beim Verteilen der Sekt. 1, 2, 3, jetzt tut es wieder. Nachher auch beim Verteilen des Sektes. Herzlichen Dank dafür. Dann ist um 11 Uhr Singen vor dem Luitgartheim. Um 14 Uhr ist Taufgottesdienst auf der Bachwiese. Das große Ereignis im Sommer ist ja immer die Serenade des Posaunenchores. Die ist in diesem Jahr nicht wie sonst möglich, aber es ist trotzdem schön, dass der Posaunenchor heute Abend hier auf der Bachwiese um 18.30 Uhr und um 19.30 Uhr jeweils eine 30-minütige Serenade aufführen wird. Sitzgelegenheiten sind vorhanden. Herzliche Einladung dazu. Am Mittwoch ist um 20 Uhr Redaktionssitzung für die nächste Turmuhr. Nächsten Sonntag ist wieder um 10 Uhr Gottesdienst im Grünen hier, auch Videogottesdienst, und um 11 Uhr vorerst das letzte Mal Singen vor dem Luitgartheim, da ab 7. August wieder die regelmäßigen Gottesdienste im Luitgartheim um 10.30 Uhr beginnen. Dann werden sich evangelische und katholische Kirchengemeinde wieder abwechseln. Um 18 Uhr ist nächste Woche seit langem mal wieder der erste Gemeindebibelabend. Wir Pfarrer machen auch jetzt wieder regelmäßig Seelsorge- und Geburtstagsbesuche. Wenn Sie keinen persönlichen Besuch haben möchten, dürfen Sie dies gerne übers Telefon oder an der Haustüre signalisieren. Wir fragen jedes Mal, ob wir kommen dürfen. Sie haben vielleicht gelesen, dass jetzt Abendmahlsfeiern wieder möglich sind. Allerdings, das kam erst vorgestern und ist so herausfordernd umzusetzen, da brauchen wir die Beratung des Kirchengemeinderats, wie wir es machen. Deswegen werden wir erst nach den Sommerferien das Abendmahl öffentlich wieder anbieten. Aber Pfarrer Rölle und ich kommen gerne zu Ihnen nach Hause, um das Hausabendmahl zu feiern. Das Pfarrbüro ist wegen Urlaubs von Frau Rendler bis 10. August nur sporadisch besetzt. Und nun empfehle ich Ihnen zur Fürbitte. Am vergangenen Montag verstarb unser Gemeindeglied Dieter Großholz aus der Burghaldenstraße 1 im Alter von 72 Jahren. Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung ist am kommenden Donnerstag um 11 Uhr auf dem neuen Friedhof in Endersbach. Wir nehmen teil an der Trauer der Hinterbliebenen und befehlen den Verstorbenen und uns alle dem göttlichen Erbarmen. Christus spricht, ich lebe und ihr sollt auch leben. Er sagt uns auch im Tod, herzlich willkommen in meinen Armen. So geht in diesen Tag mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden.